Schön hier auf dem Land. Oh ja, richtig schöne Erholung. Ich würde glatt hierher ziehen. Ja, aber damit bist du noch etwas zu früh, den Trend, wie wir ja geviewt haben. Also, ja, da gab es eine Session drauf, ne? Ja, richtig, stimmt, genau. Stimmt, ja. Und das Ergebnis der Session war, dass jetzt in den nächsten Jahrzehnten erstmal eine Landflucht stattfinden wird. Ja, dann ist es ja günstig, sich jetzt ein Grundstück hier zu kaufen. Ja, da würde ich erst noch ein bisschen warten, bis man deutlich sieht, dass alle Leute in die Städte gezogen sind. Und dann kannst du dann zuschlagen und dir dann ein schönes, billiges Grundstück kaufen. Himmlische Ruhe, ja. Ja, aber du darfst auch nicht zu lange warten, weil wir hatten ja die Session bis 2050. Und da hatten wir ja auf dem Schirm, dass nachdem alle Leute in die Städte gezogen sind, wird sich dieser Trend umkehren und dann wieder ein Ausgleich stattfinden, dass sie dann wieder zurück aufs Land rausgehen. Ach so, das heißt, den NATO-Draht sollte man sich gleich mitkaufen. Ja, das nicht, aber ich sag mal, wenn du dann entsprechend schnell reagierst, dir dann ein paar schöne Grundstücke gekauft hast, dann kann man die dann sicherlich schön herrichten. Ist ein Geschäftsmodell, allerdings ziemlich langfristig, würde ich sagen. Ja, aber wir haben ja ein sehr gutes Werkzeug dafür, mit dem wir die Entwicklung immer überprüfen können in gewissen Intervallen. Ja. Nichts einfacher als das. Genau. Ja, dann schauen wir es einfach nach.